Hi, ich bin die Nina von der Jugendarbeit Rödermark. Ich wollte heute mit euch mal ein neues Projekt machen. Einige kennen mich vielleicht schon von euch, noch aus dem Jutz oder schon von Instagram. Und ich habe mir für heute überlegt, dass wir mal etwas machen, das nennt sich Pulling. Können wir da mal kurz etwas ranzoomen. Ist eine sehr einfache Art der Kunst, geht relativ schnell in der Umsetzung. Nur die Vorbereitung braucht etwas, aber hinbekommen tut das eigentlich jeder. Was wir dafür brauchen, zeige ich euch jetzt. So ihr Lieben, was wir alles brauchen für das Pulling, damit wir auch schöne Ergebnisse haben, ist einmal Acrylfarben in Hülle und Fülle. Nehmt die Farben, die ihr gerne habt, guckt vielleicht, dass ihr helle, dunkel habt, damit ihr Kontraste bilden könnt. Dann brauchen wir Becher, in die wir die Farben reinfüllen, sowohl kleine als vielleicht auch mal noch einen etwas größeren Becher, den haben wir jetzt hier. Ja, je nach Größe, je nach Bildgröße. Dann brauchen wir dafür ein sogenanntes Medium, Pulling Medium. Ja, ist jetzt gar nicht so günstig, gibt es aber auch preisliche Alternativen im Internet. Kann man sich, wenn man Spaß dran hat, auch einfach mal belesen. Dann, um weitere gute Ergebnisse zu haben, gibt es noch das sogenannte Silikonspray. Damit sprühen wir dann die Becher ein. Beide Mittel braucht man, um perfekte Ergebnisse zu erzielen. Es geht aber scheinbar auch relativ gut ohne. Da würde ich empfehlen, Learning by Doing einfach mal ausprobieren. Damit es keine Sauerei gibt, brauchen wir oder könnt sich ein Karton empfehlen, werdet ihr später noch sehen. Da läuft uns dann die Farbe nämlich nicht weg. Ein bisschen was zum Unterlegen, ruhig ein bisschen mehr. Und natürlich etwas, was wir bepulen wollen. Also von alten Holzbrettern bis hin über Leinwände, als auch, wo haben wir es noch gehabt? Ja, Kartonreste, die ich gerade nicht finde, kann man eigentlich alles bepulen. Wir haben auch schon Handyhüllen bepult. Wichtig ist, dass es stabile und keine flexiblen Oberflächen sind. Ach, und Handschuhe sind auch immer von Vorteil, außer ihr spielt gern in den Farben. So, dann noch mal kurz zur Vorbereitung. Also, wenn wir uns dann unsere Farben angemischt haben in den Tönen und in den Variationen, die wir haben wollen, haben wir sie eins zu eins dann mit dem Pulling-Medium aufgefüllt. Wichtig ist, vergesst das Silikonspray bei allen Bechern vorher nicht. Dann rührt ihr bitte vorsichtig um, schaut, dass nicht so viel Luft reinkommt in die Farben. Wichtig ist, dass es ja so flüssig ist wie warmer Honig. Also es sollte nicht zu zäh, es sollte aber auch nicht zu dünnflüssig sein, sonst kann man die Farben relativ schlecht kontrollieren, wenn sie dann mal auf unserer Oberfläche drauf sind. So, das Schöne am Pulling ist, dass man selbst alte Kunstwerke, die man vielleicht jetzt nicht mehr so mag oder einfach was Neues machen will, wieder benutzen kann. Meistens muss man nicht mal grundieren. Wer Lust hat, kann aber noch grundieren. Ich habe mir, damit es nicht ausläuft oder nicht so weit wegläuft, ihr werdet gleich sehen, was ich meine, einen Karton besorgt. Da habe ich mir 4 Becherchen reingestellt, um dann gut mit meinem Bild arbeiten zu können. Beziehungsweise am Ende habe ich mir da unten in die Ecke noch ein bisschen was hingelegt, wo wir dann die Bilder draufstellen, drauflegen können, weil sie brauchen schon so 2 bis 4 Tage zum Trocknen. Was aber eigentlich kein Problem ist. So, wir wollen jetzt erstmal für euch zu Hause zum einfachen Nachmachen es einmal versuchen, ohne dieses Medium zu puren. Das heißt, das lassen wir erstmal an der Seite. Dafür habe ich vorbereitet 2 für mich schöne Farben, die gut harmonieren. Einmal ein Beige, einmal ein Weiß. Und jetzt kommt das Spannende, nämlich jetzt muss das gemischt werden. Dafür haben wir uns den Becher ein bisschen eingesprüht und wir fangen an, uns mit Weiß hier reinzufüllen. Wichtig ist einfach, dass man daran denkt, dass die Farbe, die man zuerst halt reingemacht hat, die ist, die man dann später auch oben drauf hat. Ihr werdet auch gleich sehen, was ich meine. Das Schöne ist, wir mischen hier jetzt einfach die Farben immer schön in Kombination, einen, dann wieder, dann wieder und wieder. Und das machen wir jetzt mit diesen beiden Farben so lang, bis unser Becher hier relativ voll ist. Die Menge der Farben bestimmt ihr natürlich selbst. So, ich mache auch gleich noch ein bisschen Farbe hier hinten auf die Ecken drauf,
damit sich das dann besser später verteilen lässt. So, und dann gibt es verschiedene Arten des Pourings. Wir versuchen uns mal mit dieser Version. So, und dann fangen wir an, unser Bild langsam zu bewegen. Und das ist eigentlich der spannendste Effekt beim Pouring, weil man vorher nicht wirklich weiß, was passiert. Jetzt seht ihr auch, warum ich mir da unten die Dings hingemacht habe. Die weiße Farbe und warum wir einen Karton benutzt haben. Ich versuche relativ sparsam mit der Farbe umzugehen. Es gibt aber auch Leute, die klatschen das einfach voll. Umso schöner sind natürlich am Ende die Ergebnisse. Das hier ist ein bisschen aufwendiger. Was aber schön ist, man kann halt auch seine alten Farbe, seine Restfarben benutzen. Also es ist gar nicht so wichtig, dass man jetzt sagt, hier, ich muss teure neue Farben benutzen. Es ist wirklich schön, um Reste aufzubrauchen. Die Handschuhe bieten sich jetzt schön an, dass man den Rand hier schön langziehen kann. So. Pusten soll man eigentlich nicht. Ich habe es jetzt trotzdem mal versucht. Und dann kann man natürlich ein bisschen, wenn man möchte, auch mal mit den Fingern nachhelfen. Sieht natürlich dann manchmal nicht perfekt aus. Ich muss sagen, für ein Pouring-Bild ohne Pouring-Medium finde ich es gar nicht schlecht gelungen. Ich mache jetzt den Rand noch einmal schön hier sauber, damit man auch wirklich ein tolles Ergebnis am Ende hat. So, das ist ein sehr einfaches Bild. Ah, ich glaube, das wird super bei meiner Oma ins Badezimmer passen. Normalerweise könnte man das jetzt einmal kurz anflambieren, ja, mit einem Creme Brûlée-Brenner. Ich schenke mir das jetzt, weil ich finde, dass es auch so wirklich schöne Effekte hat. Jetzt kommen wir zu unserem nächsten Versuch. Ich habe jetzt mal ein Stück Pappe genommen, weil wir uns ja noch etwas rantasten. Und jetzt fangen wir an, bunt zu mischen. Als erstes habe ich gedacht, Grundfarbe machen wir etwas schwarz rein. Und dann fangen wir an. Und jetzt würde ich immer empfehlen zu gucken, dass man hell-dunkel variiert. Zum Beispiel von schwarz auf grün. Von grün vielleicht auf ein schönes dunkles Blau übergehen. Von dem Blau würden wir jetzt vielleicht ein Rosa nehmen. Von dem Rosa könnte man auf schönes Weiß. Und sonst mischen wir einfach Farben bunt zusammen, wie es uns am schönsten gefällt. So, jetzt schauen wir mal. Das ist das sogenannte Flipping, glaube ich, nennt man es. Man dreht es um, lässt die Farbe noch einen kurzen Moment sitzen. Und dann gibt es verschiedene Variationen. Man hebt langsam den Deckel ab. Und jetzt könnte man gleich gucken, man an den Rand noch ein bisschen grün setzt, weil es ein sehr grünes Bild zum Rand hin wird. Zum Beispiel, dass man sagt, man tut ein bisschen noch an die Ecken gießen. So. Und dann haben wir den gleichen Effekt wie eben. Wir fangen an, unser Bild ganz langsam zu kippen. Ihr seht, wie eben noch so viel Grün da war und das Grün jetzt schon wieder fast geschluckt wird. Und es ist sehr viel Schwarz oben. Das war, wo ich vorhin noch meinte, wenn wir nicht so viel Schwarz wollen. So, jetzt haben wir ein bisschen wenig Farbe, was aber gar nicht schlimm ist. Ich nehme mir einfach noch mal ein bisschen Farbe. Ich sehe jetzt, welche Farben mir zu viel sind. Schwarz, das heißt, ich würde vielleicht noch ein paar helle Farben jetzt mal versuchen aufzunehmen. Und jetzt tun wir einfach hier noch mal eins puren.
Kann man, muss man natürlich nicht. So, ups. So. Was das Schöne halt natürlich hieran ist, man kann sich in Farbkombinationen ausprobieren. Es ist jetzt nicht so meine Farbkombination, hat aber auch was Schönes. So einfach gemacht. Gucken am Rand, dass überall ein bisschen Farbe ist. Und schon sieht man nicht mehr, dass es ein Karton war. So, jetzt dachte ich, machen wir mal ein bisschen schwarz-weiß. Dafür brauchen wir ein bisschen schwarz, gerade dass der Boden jetzt bedeckt ist. Und dann machen wir weiß, schwarz, weiß. So, und ihr seht, wie wahnsinnig schnell das geht und wie viele Bilder man eigentlich machen kann. Und ich würde euch auch empfehlen, wirklich einiges an Bildern zu machen, weil erst dann, glaube ich, lohnt es sich auch so viel Farbe anzurühren. So, ich mache jetzt nochmal ein Flipbild machen, also das gleiche, einmal drauflegen, umdrehen, einen kurzen Moment warten, bis sich die Farbe ein bisschen setzt und dann kann man. Und ihr seht, wie schön sich alles verändert. Wenn man jetzt vielleicht sich denkt, man möchte etwas mehr Weiß hier reinhaben, dann muss ich es halt noch etwas hier einlaufen lassen. Ich mache wieder den Rand schön. Finde ich bei Leinwänden immer ganz toll, wenn man die auch am Rand noch schön sieht. Und jetzt hätten wir ein ganz einfaches Schwarz-Weiß. So, damit ihr seht, also bei Papa haben wir ja versucht, klar, wälzt sich ein bisschen wegen der Feuchtigkeit. Ich habe jetzt von meinem alten Regal mir noch ein Stück Holz mitgenommen. Sollte eigentlich auch funktionieren, denke ich, hat auch jeder irgendwie über, falls man sich keine Leinwand holen möchte oder kaufen möchte. Da nehmen wir jetzt vielleicht mal ein, nur Grüntöne, hätte ich jetzt gedacht, oder nur Rot- und Gelbtöne. Nehmen wir mal nur Rot und Gelb. Auf die Plätze, fertig und go. Da haben wir jetzt in der Mitte mal gar kein Schwarz benutzt. Ihr seht den Effekt. Ich mache es am Rand noch ein bisschen farbig, dass der Übergang da ist. Und hier sieht man jetzt schön, wenn man halt mehr Farbe nimmt, dann tut sich wirklich das Muster auch über den Rand rüberziehen. Da wir ein bisschen sparsamer sein wollen, um etwas mehr zu machen, tun wir da halt ein bisschen tricksen. So, da ihr seht, wir haben immer noch relativ viel Farbe übrig, haben wir uns gedacht, wir recyceln jetzt einfach mal eines unserer älteren Bilder und bereiten das hierfür vor. Das soll wirklich bunt gemischt sein, das heißt, wir versuchen einfach mal von allen Farben was reinzumachen. Wie gesagt, die dunklen Farben etwas dezenter. Ja, dann fangen wir mal an. So. Wer jetzt richtig noch Langeweile hat, kann dann auch noch anfangen zu schnörkeln, indem man sich irgendwelche, ich mache es einmal an, indem man dann vielleicht anfängt, sich irgendwelche Linien noch reinzuziehen. So ihr Lieben, das war es heute von mir mit Impulsen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ihr konntet ein paar Anregungen mitnehmen. Ja, und wenn ihr vielleicht noch eigene Ideen habt, was man machen könntet, schreibt es uns gerne in die Kommentare rein. Ansonsten hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht und ich sage bis bald. Ciao!
David, das war's für heute, oder? Ja, das war's. Dann kommt ihr. Okay, gut, ich weiß Bescheid. Also, bitte tut uns einen Gefallen. Schaut euch unter keinen Umständen das hier unten an. Das ist voll der Mist. Das ist, aber das hier oben, das ist noch schlimmer. Also auch das, vergesst es einfach, okay? Ja, ansonsten schönen Tag, macht's gut, ciao.